Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der von den anderen Fraktionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Weiterhin soll die verteilte Tagesordnung um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte erweitert werden. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Der Tagesordnungspunkt 4, das ist der Antrag zu Eckpunkten eines Einwanderungsgesetzbuches, soll abgesetzt und stattdessen unter Beibehaltung der vereinbarten Debattenzeit von 60 Minuten der Tagesordnungspunkt 27, Vorlagen zur Türkeipolitik, aufgerufen werden. Bevor wir zur Feststellung der Tagesordnung kommen, erteile ich das Wort zur Geschäftsordnung dem Abgeordneten Baumann, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was haben wir in den letzten Tagen gelernt? Die SPD zittert vor Wut vor der eigenen Parteibasis. Eine Union in Panik demütigt die eigene Kanzlerin. Herr Kollege Baumann, reden Sie zur Geschäftsordnung. Es geht um die Feststellung der Tagesordnung. Hinter all dem steht die AfD mit 18% in den Umfragen. Auch mit Geschäftsordnungstricks kommen Sie da jetzt nicht weiter voran. Trotzdem versuchen Sie es, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich doch mal die großen westlichen Demokratien an. Überall eröffnet natürlich die stärkste Oppositionspartei, Frau Hasselmann, die Debatte. Als Erste nach der Regierung. Und in diesem Haus sind wir das, meine Damen und Herren. Sie selbst hielten sich ja lange an diese Regel. 35 Sitzungen, 9 Monate lang, bis zur Sommerpause. Wieso wollen Sie das jetzt ändern? Ist es Angst? Ist es Neid? Was auch immer, wenn es gegen die AfD geht, sind die Altparteien sich schnell einig. Wir waren ja zu Kompromissen bereit, die auch für die kleineren Parteien eine Reihenfolge ermöglichen, dass sie da drankommen. Auf jeden Fall waren wir zu Kompromissen bereit. Sie aber wollten eine Art Komplott. Sie stellen uns völlig gleich mit der deutlich kleineren FDP. Sie verbannen uns diesmal auf Top 8. Weit vor uns die Grünen. Die kleinste Fraktion im ganzen Haus. Sie stellen den Willen der Wähler auf den Kopf. Was für eine Missachtung der Demokratie, meine Damen und Herren, an dieser Stelle. Neu ist das ja nicht. Schon in der ersten Debatte, bevor wir überhaupt da waren, haben Sie ja schon damit begonnen, haben schnell die Geschäftsordnung geändert, damit wir den Alterspräsidenten nicht haben und die erste Sitzung der Legislatur eröffnen können. Da hat es ja schon angefangen. So ging es weiter. Unseren Kandidaten fürs Präsidium ließen Sie durchfallen. Alle Fraktionen stellen einen Vizepräsidenten, der in die Redeschlachten eingreifen kann, der zur Ordnung ruft, der Strafen verhängt. Alle haben so einen. Wir haben keinen. Das ist die Benachteiligung. Alle haben Vertreter in den Vertrauensgremien, die Haushalte und Schuldenaufnahme überwachen. Alle sind da drin. Wir nicht. Warum? Bei allen halten Sie sich an die Absprachen, was die Vorsitze in den Ausschüssen angeht. Bei uns nicht. Zum Beispiel beim Ausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Was soll das denn, meine Damen und Herren? Sie beschneiden uns in unseren Rechten, hindern uns, unsere parlamentarische Arbeit zu machen. Aber auch mit solchen Methoden werden Sie den Aufstieg der AfD nicht aufhalten. Das kann ich Ihnen sagen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Buschmann, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf eine solche Schmierenkomödie kann man schulmäßig nur mit Dramentheorie reagieren. Und was Sie aufgeführt haben, das möchte ich Ihnen in den 5 Akten eines Regeldramas mal erklären. Erstens, worum geht es wirklich, die Exposition? Es geht hier um das sogenannte Aufsetzungsschema für Kernzeiten. Das ist der eigentliche Anlass. Dazu haben wir von Ihnen in Wahrheit nichts gehört. Und zu diesem Thema gibt es in diesem Hause eine bewährte Tradition, und zwar im Sinne der Demokratie.
Die Koalitionsfraktionen, das kann man bedauern, haben in diesem Haus eine Mehrheit, aber sie haben eine Mehrheit. Und trotzdem sind sie bereit, 50% dieser Kernzeiten der Opposition abzugeben. Ich finde, das ist eine gute demokratische Tradition und dafür gebührt Ihnen auch Dank. Und worum es jetzt geht, ist die Verteilung dieser 50% Kernzeit für die Oppositionsfraktion. In diesem Haus steigende Handlung mit Erregungsmoment, der Tragödie zweiter Akt, lieber Herr Baumann. Sie haben geglaubt, Sie können uns erpressen, weil Sie nämlich verschwiegen haben, wie Sie in die Verhandlungen eingestiegen sind. Wir haben gesagt, Sie als größte Oppositionsfraktion, machen Sie uns einen Vorschlag, wie wir die Kernzeiten unter Oppositionsfraktionen verteilen. Die Öffentlichkeit soll erfahren, was Sie uns vorgeschlagen haben, nämlich dass Sie 50% der Kernzeit beanspruchen. Sie wollten so viel Kernzeit wie alle anderen Oppositionsfraktionen zusammen. Und das möchte ich Ihnen mal vorlesen. Sie haben 12,6% der Stimmen bei den Bundestagswahlen geholt. Einverstanden. Wir 10,7, die Linke 9,2, die Grüne 8,9, macht 29%. Wir sind weitaus mehr als doppelt so stark als drei Fraktionen. Und Sie wollten trotzdem genauso viel Redezeit wie wir. Das ist ja undemokratisch. Undemokratisch. Sie wollten uns in Wahrheit erpressen, weil Sie geglaubt haben, dass wir vor der GroKo mehr Angst haben, dass die uns nämlich auf die letzten und hintersten Plätze der Tagesordnung mit Mehrheit verbannt. Und deshalb wollten Sie einen Sondervorteil für sich erpressen. Und das hat nicht geklappt. Und deshalb sind Sie jetzt sauer und haben über alles gesprochen, nur nicht über die Sache. Wir haben deshalb... Wir haben deshalb hier ein Aufsetzungsschema gewählt, das das Wahlergebnis 1:1 umsetzt in der Verteilung Sondlak-Schepers. Das ist das Verfahren, das wir überall anwenden, bei den Ausschussvorsitzenden, bei den Ausschusssitzen, überall. Es ist keine Verschwörung, es ist das Verfahren, das wir immer anwenden. Und das ist vollkommen demokratisch und das hat nichts mit Verschwörungen zu tun. Ihnen ist die Sache doch nur peinlich, weil ihr Westentaschen-Machiavelli-Trick, wir versuchen mal, die anderen zu erpressen und uns einen Sondervorteil zu erschleichen, nicht funktioniert hat, weil Demokraten nämlich hier zusammenhalten. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung liegen mir nicht vor. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnungen der heutigen 52. und der morgigen 53. Sitzung mit den eben genannten Ergänzungen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Tagesordnung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen festgestellt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt.